Oh, was für eine Luftfahrt! Nö, das war ganz stark. Unsere Bedeckung. Das ist Handballspiel. Teuer! 26-20. Treffer Nummer 5. Und jetzt nimmt man Bredenko wieder raus. Und da holen sie sich mal den Ball. Und der Tempo-Gegenstoß. Kollege. Tor. 26-21. Aber in der Tat muss man Luda unterstützen. Jemacheka muss Franka Kühne einfach mit unterstützen, weil dafür ist Kyrie viel zu ausgepufft, als dass sie sich da 1-1 alleine halten lässt. Und das läuft immer auf die Gefahr hin. Ja, Nessen, Göhl mit dem Treffer. Nummer 3 für 27-20. Um das zu beenden, das läuft immer auf die Gefahr, dass man 2 Minuten kriegt. Ne? So, und jetzt ist ja ein wenig die Anzeigetafel kaputt. Eine funktioniert, eine nicht. Faszinierend. 27-21 der Spielstand. Ja, also eine. Der Hinweis an die Zuschauer, wenn ihr nach links guckt auf die Anzeigetafel, dann ist das der korrekte Stand. Sag mal. Rechts nicht beachten. Eine Anzeige funktioniert, eine nicht. Ja, aber besser wäre ja, wenn er sagen würde, wie der tatsächliche Stand ist. Je nachdem, auf welcher Seite ich sitze, gucke ich nach links oder nach rechts. Insofern. Richtig, dadurch, dass es pro der Zuschauer, aber auf der anderen Seite nicht, auf der Seite von uns sitzt hier, wird das gemeint sein. Natürlich von uns aus Rechte. Unsere Bedenkung mit dem Konterlauf. 28-21. Nummer 18, Alexandra Zinenko zum 28 zu 21. Oh, jetzt gehen sogar beide wieder. Das Problem hat man also gelöst. Aber das Problem auf dem Spielfeld der TSG Bismarck, das ist noch nicht gelöst. Jemacek, Kühne kriegt den Ball noch mit und es gibt den 7 Meter und die 2 Minuten. Gegen Manja Girl. Und vielleicht mal die Möglichkeit jetzt den Angriff der Füchse etwas in den Griff zu bekommen. Und Jemacek jetzt beim dritten 7 Meter für die TSG. Und mit dem dritten Treffer. Das ist 22 Grad, das ist so, wieder aus dem Spiel genommen. Der Ball war drin von Rühe, aber vorher abgepfiffen und die Schiedsrichter. Und der schnelle Angriff, Kühne, Tor! 28-23. Genau das, was man sich erhofft musste jetzt von der Überzahl. Ja, die erste Überzahl im Spiel heute für die TSG. Aber wenn man sieht, wie aggressiv die Spielerinnen aus Berlin hier
auf die Deckung ziehen, wie sie den Sieg erzwingen wollen, das ist schon bewundernswert, ohne Zweifel. Viel zu einfach. Viel zu einfach, Marie Bulle mit ihrem zweiten Treffer. 29-23. Und Kühne scheitert am Posten und es gibt 2 Minuten, würde ich sagen. Jo. Gegen Juliane Röhl. So, jetzt haben wir 30 Sekunden, doppelte Überzahl für die TSG und dann auch noch 1,5 einfache. Und jetzt muss man es ausspielen, den Platz hier nutzen. Und Hippler, 3 zum Wurf, aber der muss natürlich rein. Ja, das sind daher die Momente, die dann einfach auch so ein Spiel verschenken. Ne? Köln kommt indessen wieder aufs Feld. Also wieder 6 gegen 7. Und Köln macht das Tor. Ja, mal check. Mal ein einfacher Treffer auf Seiten von der TSG Wismar. 3-4-Waffe. Und auch Köln nimmt man jetzt raus. Man spielt ja jetzt 3 gegen 2. Spielpüchse nehmen. Die Auszeit. Den Freiwurf da, um das ein bisschen durcheinander zu bringen. So, Bedenko geht an Kreis und Kohle macht das Tor. Und 2 Minuten gegen den Wildschutz. 31-24. Das ist bedauerlich. Unsere Deckung ist wie so ein löchriger Käse. Ohne sich da die Angriffsleistung minimieren will, aber das ist einfach zu leicht, zu einfach, solche Löcher da im 1-1 zuzulassen. Kurze Besprechung zwischen Kühne und der Trainerin. Und 16 Sekunden Gleichzahl und dann darf die Füchse, dürfen die Füchse wieder auffüllen. Hippler scheint mir als Rückzieher aus. Und 2 Minuten gegen Alexandra Srebedenko. Ja, und damit haben wir wieder Gleichzahl, weil im gleichen Moment darf Juliane Rühl wieder aufs Feld. Und Jemacek mit dem Treffer Nummer 25 für die TSG Wismar. Ja, der achte Treffer in diesem Spiel, 31,25. Und Manja Göll. Scheitert an Antje Borkowski und Lars mit dem Konter. Schön eingesetzt von Jemacek. 31-26. Zweiter Treffer von Stefanie Lars. Jetzt holt er ihre Mitspielerin ein bisschen aus. Immer Koma, versucht sie da aufzuhalten. Gleich darf es mal wieder auffüllen. Jetzt dürfen sie wieder auffüllen und sind noch 1,5 Minute. Überzahl wollte ich gerade sagen, dann gibt es die 2 Minuten.
Wer in das Tor fällt. Und da gab es ja noch die Zeitstrafe jetzt gegen Daniela Ernst. Ja, das gleiche, was wir eben auch bei der Spielfüchse gesehen haben, jetzt auch bei bei Wismar, gerade wieder aufgefüllt, schon wieder eine Runde. Der Typ wie drüben mit 2 Minuten Strafen zeigt eben nur, wie heiß umkämpft die Partie ist, aber der Abstand ist nach wie vor sehr deutlich. Ja, 6 Treffer sind 32, 26. Und in Teilen läuft der TSG natürlich davon. Es sind noch knappe 10 Minuten. Da kommt noch Pech hinzu in solchen Situationen. Und die Füchse wieder voll, so Vedenko wieder auf dem Feld. Der Ball von außen. Hier drin, Stefanie de Beer. 33-26. Stürmer Paul. Gewinnt gegen Lars, kommt er jetzt noch dazu. Und immer noch 35 Sekunden unter Zahl für die TSG. Alle 34-26. Und Röhl nimmt ihre Mannschaftskollegen mit, es geht hier weiter. Sagen sie aber, jetzt wird es doch deutlich. 34-26. Marzek mit dem Kreisanspiel, Köln dazwischen. Wismar darf wieder auffüllen, aber erstmal der Konter der Füchse. Und Vedenko verliert jetzt den Ball. Und Wismar wieder voll jetzt. Und Auszeit genommen durch die TSG. TSG Wismar. Und dann wieder Zeit für unsere Titel. Kann man der Mannschaft jetzt wirklich noch was Entscheidendes mitgeben? Ja, ich glaube, jetzt geht es nur darum, das Ergebnis vernünftig zu gestalten und hier sich nicht abschlachten zu lassen. Denn das sind 8 Tore Vorsprung. Kann man sie nur zur Ordnung rufen und sagen, also ein bisschen Konzentration mehr und insbesondere hinten nicht so viel zuzulassen.